noch nicht den Mega-Durchbruch geschafft haben. Oder frustriert euch aber nicht. Ich finde das ganz normal. Ich sehe da auch keinen Konkurrenzkampf oder ich empfinde das auch nicht so als irgendwie, was haben die, was ich nicht habe. Man muss sich halt einfach nur immer... Die brennen halt einfach besser. Nein, ich meine, man muss sich einfach nur immer selber fragen, warum bin ich noch nicht an einem gewissen Punkt, wo ich vielleicht hin möchte. Und nicht immer gucken, oh, der hat aber und das will ich auch. Also das bringt ja gar nichts, das hilft mir ja in meiner Situation gar nicht. Also es gibt jetzt nicht diesen, wir würden gerne unbedingt um jeden Preis, also euch geht es nicht darum, jetzt auch die 500.000 Scheiben zu verkaufen und 18 Mal Platin zu fahren, wäre schön. Nicht um jeden Preis. Würden wir das gerne verkaufen, aber da würde ich mir nicht als Vorbild die Band Rammstein nehmen, sondern es gibt eben auch ganz andere Bands, die so viel Scheiben verkaufen. Nimm eben zum Beispiel auch Skunk Anansy. Da kann ich ja genauso hingucken und sagen, die verkaufen ganz viel Platten. Die machen aber auch eine andere Musik als wir. Genauso wie Rammstein auch eine andere Musik macht als wir und auch eine andere Zielrichtung in ihrer Musik haben. Skunk Anansy sind Labelkollegen von euch, ist ja bei der Virgin. Werdet ihr jemals... War das eine politische Entscheidung, mit Skunk Anansy auf Tour zu gehen? Oder habt ihr selber irgendwie auch gesagt, du, das wäre eine ganz tolle Geschichte, mit Rammstein auf Tour zu gehen? Weil, wie das im Business halt, Entschuldigung, es ist irgendwie schon fast eine Neurose, glaube ich. Wir kommen gleich noch zur neuen deutschen Härte, aber Skunk Anansy sind eben auch bei der Virgin und Labels packen eben gern ihren internationalen Seller mit einem nationalen Act zusammen. Hättet ihr das selber euch auch ausgesucht oder hättet ihr euch eine andere Band ausgesucht? Also wir haben es uns ja im Endeffekt selber ausgesucht. Also wenn es kam schon Vorschläge zum Beispiel von unserer Plattenfirma, wo wir gesagt haben, nö, das möchten wir nicht. Das können wir auf der einen Seite politisch nicht vertreten oder auf der anderen Seite mögen wir die Musik. Onkels waren es nicht zufällig. Kann sein, dass die auch schon mal dabei waren. Es ist halt immer so eine Sache und wenn... Skunk Anansy hat uns halt von vornherein musikalisch zugesagt. Das war eine Herausforderung, völlig andere Leute kennenzulernen, völlig andere Leute anzusprechen auch, musikalisch, vom Publikum her. Und es war natürlich auch eine verkaufspolitische Strategie, klar. Ja, macht ja Sinn. Skin hat ja wahrscheinlich auch eine klassische Gesangsausbildung, nehme ich an, klingt so. Ja, auf jeden Fall. Du auch. Habt ihr zusammen mal ein Duett geschmettert? Nee. Ist leider Warum? Nicht so gekommen. Ich weiß nicht, sowas muss halt homogen wachsen und wir haben uns halt so gut verstanden und sie hatte, glaube ich, gerade kurz vor ihrer Tour ein Duett mit dem Seven Dust Sänger gemacht, mit dem sie auch in den Staaten auf Tour waren und ich denke mal, da hat sich jetzt auch ihre Duetttriebe haben sich ein bisschen befriedigt. Ja, also irgendwie, ich meine, man kann ja 1000 Duets machen. Würdest du ein Duett mit Verona Feldbusch machen? Kann die singen? Wenn sie singen kann, warum nicht? Spielt es eine Rolle? Heutzutage. Würde ich schon sagen. Also wenn man Musik macht, sollte es eine Rolle spielen, ja. Aber es würde sich sicher gut verkaufen. Also ich meine, featuring Verona Feldbusch, wahrscheinlich wird es umgekehrt auf der Platte stehen, ist egal. Würde euch einen Haufen Platten verkaufen und wenn sie jetzt nicht singen kann, ich meine, sie kann ja eh eigentlich wenig. Sie kann jetzt vielleicht einen Reis, Spinat gut verkaufen, aber sie kann jetzt auch nicht moderieren oder irgendwas. Aber sie ist ja vielleicht ein netter Kerl. Wäre das denkbar, so ein Gag zu machen, obwohl man eigentlich sagt, wir sind eigentlich ernstzunehmende Jungs. Ihr wollt ja ernst genommen werden, sonst würdet ihr euch ja vielleicht auch spaßigere Themen aussuchen. Ich denke mal, es kommt immer drauf, auf das Produkt drauf an. Wenn das Produkt wirklich gut wäre, wenn man sagen würde, da kann ich mit Namen hinterstehen, dann wäre es mir auch egal, ob es Verona Feldbusch ist oder nicht. Aber wenn die Single oder was immer dabei rauskommen würde, halt einfach scheiße ist und jeder sofort sehen würde, das ist jetzt nur gemacht, weil da wollen sie Geld mit verdienen. Und warum machen die das überhaupt? Aber ums Geld verdienen geht es ja nicht wirklich. Da geht es sicherlich irgendwann auch drum. Aber wir machen Musik nur mal aus künstlerischen Beweggründen. Und wenn dabei eine super Single rauskommen würde und niemand hinter darüber meckern könnte und jeder sagen würde, boah, das hätte ich aber nicht gedacht, ein geiles Ding, dann ist das auch okay. Dann kann das der Papst sein, Verona Feldbusch oder die Schlümpfe. Ist eigentlich egal. Also bei euch steht die Musik im Vordergrund, also als Künstler ernst genommen zu werden und nicht als Entertainer, oder ist das eine Einheit? Ja, wenn das eine das andere mit sich bringt, ist das schon okay. Es muss nur glaubwürdig, authentisch sein und dann ist das völlig legitim. Also ich würde nicht den Entertainer über die Musik stellen oder den Entertainer, sage ich mal, auf Teufel komm raus, rauslassen, obwohl ich der gar nicht bin. Also wenn ich jetzt hier einen auf Harald Junke machen würde und ich bin's nicht, dann wäre es genauso peinlich, als wenn ich einen auf Alice Cooper machen würde und ich bin's nicht. Und solange man das macht, was man grundsätzlich selber empfindet oder schon mal gelebt hat, und das vielleicht natürlich ein bisschen, auf der Bühne ist alles ein bisschen extremer, ein bisschen überrissener, aber solange man das grob ist, was man da darstellt, ist es völlig legitim und glaubwürdig. Okay.